Ist das wieder euer Ernst, ihr beide? Und ihr beide? Einfach aufs innere Zen achten und die Bricktrons machen lassen. Irgendwas wird dabei herumkommen. Und wir sind bei 60 Stunden angelangt. Yay. Ich will doch einfach nur eine riesige, flache Fläche für mein Schloss. Ist das so viel zu viel verlangt? Wie viele Felder sind das jetzt angeblich noch? 64, okay. Jetzt noch 60. 58, okay. Ich wollte gerade fragen, warum ist da wieder ein Loch, aber das ist kein Loch, das ist noch der Block. Hier sieht man übrigens auch wieder nicht den Übergang wirklich, also dass das da noch tiefer gelegen ist. Also gerade aus dem Winkel sieht man es nicht.
Ja, gerade auch wieder nicht viel zu sagen, außer dass wir langsam vorankommen und es langsam so aussieht, als ob wir fertig werden. Also wir haben noch ein Stück aufzufüllen, aber im Vergleich mit den beiden Tälern, die wir da aufgefüllt haben, ist das ja gar nichts eigentlich. Was halt aufwendig ist, ist das Abtragen. Eher. Ach, noch 24. Und ja, wie gesagt, wenn die hier die Schicht abgetragen haben, dann lassen wir sie wieder. Normal arbeiten. Aber nebenbei, da das ja hier so gut klappt. Mit den Blöcken zum Wegfallen. So. Ja, nebenbei dieses Spiel und Sachen nicht klappen, was ich heute auch erfahren habe. Ein anderes Spiel, was ich Let's Played habe, nur mal so als Randinfo, nämlich Game of Dwarves. Das hatte ja auch schon auch so seine Macken und Probleme. Auch mit den Achievements und so. Ja, das Entwicklerstudio ist auch geschlossen worden. Die sind auch bankrott gegangen. Was ich immer irgendwie schade finde. Aber ja, so ist es halt mit Indie-Entwicklern. Sie versuchen es auf eigene Faust, kriegen irgendwas hin. Und dann ist es das große Spiel. Haben sie damit Erfolg? Und führen es zu Ende? Oder versinkt es irgendwie in der Senke? Ich finde es ehrlich gesagt immer etwas traurig, wenn das so passiert. Gerade jetzt bei Castle Story oder Game of Dwarves. Beide Spiele hatten sehr interessante Ideen. Aber standen halt nicht genug Leute dahinter. Wobei Castle Story ja eigentlich ziemlich erfolgreich beim Kickstarter war. Die fangen schon an wegzulaufen. Das war eins zu weit. So, das müsste jetzt richtig sein. Da machen sie es schon wieder. Weiß echt nicht, was für Probleme sie haben. Ihr könnt gleich mal die Steine hier einsacken und dann hier weitermachen. So. Hey, das ist gefüllt.
Yippie. Aber entweder habe ich knickte Optik. Ja. Ich hasse dich. Und das war eins zu viel. So. Gut. Und ja, die Ausschreitung gerade war notwendig. So. Dann kommst du mal her, dann demolieren wir nämlich gleich die Treppe. Gut. So, dann können wir auch gleich schon den nächsten Flat Task planen. Ist das euer Ernst? So. Gut, es gibt noch die Treppe, aber mit der kann keiner was anfangen.
kümmern wir uns auch gleich noch ein bisschen um die Treppen hier drüben. Haben wir doch mal ein bisschen wieder was zu tun. Also Micromanagement-mäßig. Ach, die Sonne geht wieder bald unter, das heißt, bald wird es wieder dunkel. So, räum mal den Saustall auf. Gut. So, jetzt nehmen Sie den einzigen normalen Weg. Musik.